haben genug Kupferdraht. Okay, unser Inventar einmal voll machen mit Kupferdraht. Nehmen uns 300 Platten raus und dann, ja. Nächstes System, was wir bald optimieren müssen. So, oh, und Kupfer fehlt noch. So, also alles ist schnell, alles hat einen schnellen Eingang. Oh, Problem, wir haben jetzt keinen Arm für den Ausgang. Also oben und unten hätten wir theoretisch ja auch noch Platz. Das Problem ist halt nur, dass wir hier kein Fließband langlegen können, weil da die Arme sind. Ja gut, also. Zweite Inserter-Idee wird verworfen. Ein Laufband, das außen rum läuft, ist besser. Das kann auch ruhig langsam sein. Ja, wie ich da den Inserter hingebaut. Du musst weg. Ist noch ein altes Lampensystem. No. So, schnell ist wieder drüber. In die Truhe soll es rein, also kannst du weg. Wir können einfach einen schnellen Inserter da hinsetzen. Und das Haken, was da gerade zwischendurch mal kam, das schalte ich mal ganz kurz aus. Das müsste nämlich das Autosave sein. Da, mach mal alle, ja, 10 Minuten. So. Also, genau wie bei anderen Dingern auch. Brauchen wir jetzt noch die hier? Haha, stimmt. Wir können doch zwei blaue Inserter nehmen. Ich habe ganz vergessen, dass der Inserter, der rauslegt, die Sachen, hier ersetzt wird. Also, zum dritten Mal den Plan noch versuchen. So. Alles mitnehmen. Wir hätten gern Eisenplatten 200 Stück, Gears 200 Stück, Electric Circuits 200 Stück. Go. Abwarten. Warum? Warum landen die Circuit Boards? Was? Nee, Circuits Boards werden da. Ah, okay. Ich war kurz, ich dachte, die Circuit Boards wären der Output von dieser Fabrikanlage, aber das ist ja recht offensichtlich der Greifarm. Also Circuit Boards werden raufgelegt, Circuit Boards werden verbraucht. Greifarme werden hergestellt, Greifarme werden abgenommen. Und der Greifarm kommt auch schnell genug mit dem Einlagern hinterher. Der erste hat sich gestaut. Also der ist schon an einer Position, wo der Arm ihn nicht mehr erwischen kann. Gucken wir, ob noch ein zweiter sich da ansammelt. Also, es läuft. Es wird doch die 200 ganz locker durcharbeiten. Es wird hier keinen Stau kommen, dass die Maschine irgendwann nicht mehr hier abladen kann. Nehme ich an. Ich will nur gucken, ob das denn auch in Zukunft sicher ist. Also wenn wir nicht 200 reinlegen, sondern 2000 zum Beispiel. Auch wenn das wir nicht mehr machen werden, sondern unsere Roboterarmee. Aber ne, alles später. Ich denke mal, das klappt soweit. Wie viele haben wir hier? Jo, ein paar davon. Ich hätte gerne ganz viele Platten, ganz viele Platten. Ganz viele Schrauben. Und ja, es sind keine Schrauben. Aber, du läufst. Strom ist gut. Ja, dann würde ich sagen, wir haben das nächste System einigermaßen verbessert. Die hier theoretisch natürlich auch, aber ist gerade nicht ganz so wichtig. Wichtig sind die Greifarme für die grünen Science Packs. Also Greifarme und Fließbänder. Tun wir mal 100 Greifarme rein. 100 Fließbänder rein. Du bist am Arbeiten. Bist sehr langsam am Arbeiten. Ich denke, das wird sich stauen. Selbst bei so einer kleinen Menge wie jeweils 100 wird sich das hier drin stauen. Und da wird irgendwann eine von den beiden Ressourcen zu häufig da sein. Es klappt einfach nicht.
Also, mit Rot und Grün in einem so einem Feld klappt das einfach nicht. Wir brauchen einmal Rot, 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 Rot. Und drüber Grün, 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 Grün. Bullet Damage ist gleich erhöht, das ist gut. Das Eisen da oben ist doof. Das sorgt dafür, dass wir jetzt nicht hier einfach das andere bauen können. Also wir könnten es rüberbauen. Ich glaube, das macht auch gar nicht so Probleme. Gucke ich gleich mal. Du dahin, du. Weg. Weg, 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 weg. So, also das Feld hier wäre dann für grün. Das da unten wäre nur für rot. Was wollte ich hier? Ach, hier war die Stahlproduktion, ja. Stahl brauchen wir auch eine Menge. Mach mal bitte. Kupferdraht ist eine Arbeit. Nehmen wir uns aber nichts raus, weil wir haben noch genug. Kupferplatten sind voll. Eisen sieht gerade wieder mau aus. Das heißt, ich sollte mal wieder nachfeuern. Stein kommt mit. Und unterwegs werden Mauern gebaut. Aber nicht viele, eher mehr Türme. Und alles hat keine Kohle. Mitkommen, 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 mitkommen. Du rein. Hält wieder eine halbe Stunde, Stunde. Stein läuft. Money läuft. Hatten wir unten eigentlich dicht gemacht? Wo ich gerade mal hier bin. Und ein paar Mauern und Türme dabei habe. Nö. Das sieht nicht dicht aus. Absolut nicht. Gut. Und die Kupferplatten meckern auch schon hinten. Aber die Kupferplatten sind mir gerade ziemlich egal. Ich hätte gerne hier eine Mauer. Hier. So, und da ist nicht was auf welcher Höhe. Oh, ist noch eine ganze Ecke. So, ich glaube, da sind sie schon einen Ticken zu weit. So. Türme. Einfach sporadisch. Mit einem Feld Abstand zur Mauer. Da, da, da. Bullet Damage erhöht. Sehr schön. Schnellere Förderbänder. Nein. Solarenergie. Solarenergie ist eine schicke Sache. Aber nö. Energy Units. Na. Bogenschweißer. Braucht Advanced Circuits. Advanced Circuits braucht die ganze Ölgeschichte. Genau, Batterien wollten wir machen, nachdem wir mit dem Bullet-Schaden fertig sind. So, du weg. Haben wir Bullets. Ein paar. Nicht viele, aber ein paar. Und wir können nicht mehr herstellen, weil wir keine Eisenplatten dabei haben. Ja. Du kriegst 8 Magazine. Du kriegst 8 Magazine. Kriegst 8, du kriegst 7. So, also wenn die Basis uns angreifen sollte, kommt sie entweder darüber, da ist gut gesichert, oder kommt hier lang gelaufen und läuft hoffentlich erstmal in die Türme rein. Und wir brauchen irre viel mehr Türme und Muni und alles. Aber auch da hatte ich eigentlich anders gerechnet. Ich hatte damit gerechnet, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben und ich diese elektrischen Bogenschweißer bauen kann, dass ich Lasertürme bauen kann und erst dann wir Probleme haben. Aber unterschätze niemals das Alien. Du kommst mit. Mau, 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 mau. Gut. So, das Ding wird gar nicht mehr benutzt hier, der Ausgang. Okay. Nächstes, was wir optimieren wollen sollen. Das mit den Armen lief ja ganz gut. Da müssen wir so Nägel regelmäßig nachwerfen. Eisenplatten. 2100 Eisenplatten. Alles gut. Also 200 Eisenplatten. Ne, 300 Eisenplatten. 300 davon, 300 Chips haben wir nicht. Also stellen wir Chips her. Chips waren Eisenplatten und Draht. Okay, ich tue jetzt rein. 200 Eisenplatten, 200 Draht, 200 Draht, 200 Draht und hole mehr Draht.
Hier ist mehr Draht. 1000 Stück. Leg dann nochmal 200 Platten rein. 200 Draht. 200 Draht. 200 Draht. Irgendwann sollten hier also 400 Chips drin liegen. Und es sollte nicht allzu lange dauern. Hier werden durchgehend grüne Science Packs produziert, aber halt irre langsam. Wie sieht es mit den roten aus? Habt ihr einen guten Vorrat an Rot? 2. Teil mal ein bisschen mit deinem Bruder hier. Ja. Der eine hatte nur so viel, weil ich von Hand die reingestopft hatte. 13, 8. Ja, nee, rot, ne? Rot sollte auch mal wieder. Für Rot brauchst du nur Kupferplatten und Zahnrad. Also 200 Kupferplatten, 200 Zahnräder. Momentan nutzen wir es also noch dual für Grün und für Rotproduktion. Aber sobald wie möglich hätte ich gerne hier ein neues System. Ich guck mal ganz kurz, ob ich die Straßen und so weiter hier so weit rumbauen kann, wie ich es gerne möchte. Platz weg, Platz weg. So. Und wir haben nicht genug Förderbänder. Aber da haben wir kistenweise von rumliegen. Das passt schon. Oh. Und anscheinend auch recht viel im Inventar. Jo, das reicht eine Weile. Du dahin. Und was mir auffällt, ist Licht. Jetzt, da wir ja so ein halbwegs neues Muster haben, wo die Lichter hier nicht mehr stehen können, brauchen wir einen neuen Platz für die Lichter. Ich würde sagen, 4 Stück mittig. Du bist noch oldschool, du musst weg. Oh, Batterie ist fertig. Wir hätten gerne Ölfässer. Das ist ein cooles System. Inserter Item Stacks heißt Bonus. Das sorgt dafür, dass wenn Inserter, also Greifarme, von Kisten in Kisten laden, dass sie mehr tragen. Das heißt aber nicht, dass sie mehr aufs Fließband legen zum Beispiel, was für unser System hier noch am interessantesten ist. Wenn man mehr mit Übergangs- und Zwischenkisten arbeitet, dann wäre das wohl das Mittel der Wahl. Inserters can pick up one more item when moving from container to container. Ja. Bringt uns leider gerade nichts. Laser Turrets. Braucht 3 Batterien. Das ist gar nicht so weit weg. Kostet nur 50 Science Packs jeweils. Wir müssen die Batterieherstellung hinbekommen. Das ist, ne, der erste Haken, weil dafür brauchen wir Schwefel. Aber ich glaube, ich research das mal. So. Du dahin, du dahin. Also hier läuft dann das andere Förderband hin und genau in der Mitte kommen dann die 4 Lampen. So. Willkommen in der Moderne. Das neue. Oh, oh. Das neue Symmetriemodell. So, jetzt hätten wir gerne ganz viele Chips. Und mehr Zahnräder. Da. 635. Gut. Arme haben wir, die da haben wir. Können wir abladen hier oben? Oh. 41. Ja, okay, laden wir es einfach dahinter. 150 Fließbänder, 150 Inserter. Das heißt, wenn das rote Gedöns hier durch ist, dann fängt er an, grüne zu machen. Aber naja, das ist doof. Das dauert viel zu lang. Wir haben ja extra dafür diese zweite Reihe hier angefangen. Also mach du bitte 150 davon und du bitte 150 davon. Geht auf die äußere Linie und macht da euer Ding. Ich hoffe mal, das hält. Wahrscheinlich nicht, aber. Ne? So, du stellst Muni her. Und ich glaube, ich habe mich jetzt echt lange noch gedrückt. Wo ist das Öl? Wir hatten recht viele Punkte hier. Das heißt, unser Lager ist ja einigermaßen unterteilt. Unten Erzgewinnung, noch,
solange wie wir Erz haben. Das werden wir später extern holen, da kommt hier unten ein Bahnhof hin. Unten also Erzgewinnung oder später Erzumlageplatz. Denn hier Energiegewinnung, den ganzen Bereich werde ich wahrscheinlich brauchen, weil die Dinger, entweder lasse ich sie ganz nach oben durchlaufen bis zum Ende der Basis, oder ich mache hier so ein Schlangending. Und dann so eine Reihe von Steam Engines. Und sind auch Solarzellen und Akkumulatoren. Also quasi riesige Batterien, die dann überschüssige Energie sammeln und in den Notfall abgeben, was ziemlich praktisch ist. Also ja, hier Energiegewinnung. Das, hier ist schon das Öl. Okay. Gucken, wie viele Felder da sind. Alternativ könnte ich auch ganz oben das machen. Ihr seht, da ist ja auch ein recht großes Vorkommen. Sind hier nur zwei Felder? Machen wir Karte auf. Ja, zwei Felder. Und auch ziemlich dicht beieinander. Passen die überhaupt direkt nebeneinander? Pumpjacks, zwei Stück. Ich glaube, die passen nebeneinander. Oh, die brauchen ja richtig lange zum Bauen. Okay. Weg, 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 weg. Was mache ich denn mal, während das gebaut wird? Ich bastel oben an meiner grünen Geschichte hier. Haben wir noch Fabriken über? Zwei, ja.